Hi, ich bin's Malia und ihr seid auf meinem Kanal gelandet. Heute drehe ich ein Reaction-Video zu Salan von CR. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde das auch gewotet. Ihr habt es ausgewählt und ich höre es mir an. Ich glaube, ich hatte das schon mal angehört, aber ich bin mir nicht sicher. Aber auch nur einmal und ich glaube, ich habe mir nicht das zu Ende angehört. Wenn es das ist, was ich denke, dann hat es mir nicht gefallen nach ein paar Sekunden. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich hoffe, das ist das offizielle Video. Ich finde das sehr unpassend. Das sieht aus ein bisschen wie so diese Roman-Leute, Rumänen in der Türkei, die eigentlich ihre Viertel haben und die ziehen sich auch so und die feiern auch so. Also sie sehen sehr so aus. Vielleicht sind sie es nicht, aber ich finde, wirkt so. Aber ich finde sogar diese Version viel besser irgendwie. Sommer. Das sind rumänische Leute. Heißen die Rumänen? Roma? Egal. Roma-Leute? Genau, Roma sind das. Die Tänze passen voll zu den Romas, aber warum? Ich finde, es passt gar nicht, das Musikvideo zum Song. Den Song finde ich krass. Also diese Version vom Song ist wirklich viel, viel besser. Man fühlt es viel mehr, obwohl es mit Elektro war auch nicht schlecht. Aber das fühle ich irgendwie mehr. Es hört sich so easy an, aber ich finde mit dem Beat geil. Ich würde es sogar öfter hören. Es ist eigentlich nicht so krass, aber es ist irgendwie doch krass. Kardeşlerim yanımda hep tayfam Kaleşlerin icabına bakacağız Bir gün elbet düşüreceğiz olayını çaptan Durmaz ateşini harlar Yalnız gibi parlar Yadırırım bütün gece üzerine karlar Açık oynamayı seviyorum kartlar Tarıyorum hepinizi rara Kanal aktarda mıçık Manitas üçü Adidas üç çizgi enerjim füci Dağ gibi yıkılma sanarsın cedi Fivala Manitas redak bu buki Tutuldum tutuldum ben sana anla Ya Ve derim havale girsin Allah Ya Die Leute, die jetzt dieses Video von mir sehen, das Reaction-Video, schreibt mir in die Kommentare, warum er Romans zeigt. Ist er selber auch einer? Ist auch ein Fan-Video? Weil ich finde, es passt gar nicht. Die Tänze passen null. 0%. Ich hätte eigentlich gerne dieses Musikvideo gesehen mit irgendwas anderem. Ich meine, ich hätte den Song lieber gesehen mit was anderem. Ja.
habe ich heute tatsächlich eine Stunde lang Roman getanzt zu Hause. Ich weiß nicht warum. Ich habe einfach angefangen, Musik anzumachen, diesen Roman-Havasse zu tanzen. So wie Sport. Ich war nass, klitschnass so. Ich habe es heute noch getanzt und heute kommt dieses Musikvideo. Ich könnte locker jetzt Roman tanzen, aber ich bin geübt. Ich habe die ganze Zeit getanzt, das ist Schicksal. Das war's. Sala von XLCA. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin verwirrt wegen dem Musikvideo. Es passt einfach immer noch nicht. Auf jeden Fall zum Song kann ich sagen, Hammer. Gefällt mir so sehr. Der Text, es ging irgendwie um eine Frau, die er getroffen hat und sich verknallt hat. Und ansonsten sagt er in seinem Songtext, dass sie tanzen soll, dass sie auf alles scheißen soll. Und dass ihr Kleid sehr eng ist und sie einfach die Leute vergessen soll. Also scheint er hat Spaß mit der Frau und sie macht sich Sorgen wegen irgendwas und er bestärkt sie einfach drauf zu scheißen. Ja, das kommt irgendwie raus dann aus dem Text. Ich würde sagen, der Text kriegt von mir 7 bis 8 Punkte. Der Song kriegt von mir 8 Punkte. Das Musikvideo kriegt von mir 5 Punkte. Nein, sogar weniger. Auf jeden Fall alles zusammen nicht höher als 7 Punkte. Obwohl ich den Text und den Song sehr mochte. Ich würde es wirklich öfter hören. Ich finde es geil. Auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles wisst. Ist er ein Roman? Warum ist das Musikvideo so? Oder ist es nur ein Fanvideo? Und wie findet ihr ihn? Und ja, ich hoffe, euch hat meine Reaction gefallen. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos auch sehen könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!